Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe meines kleinen Strick-Podcasts. Mein Name ist Caro und ich berichte hier regelmäßig aus meinem kleinen Fadenreich. Ja, so würde ich das auch gerne für euch nochmal vor Ostern machen und euch den richtigen Hashtag sagen. Aber leider habe ich seit geraumer Zeit einfach kein Internet. Kann euch sagen, nicht sagen, warum, ich weiß es nicht. Aber wir haben kein Internet und mir geht schon ein bisschen die Düse, wie ich das wohl geregelt kriegen soll, wenn ich das für euch hochladen möchte und immer noch keins habe. Also gehen wir mal davon aus, wir haben so ungefähr Hashtag 86, 87, ich weiß es nicht. Ich hatte euch ja extra noch so ein kleines Video eingespielt, wo ich die Gewinner ausgelost hatte mit dem Comet Picker. Ich lasse die Videos hier im Podcast drinne, tu die aber nach hinten, weil, bitte schaut doch nochmal, da ist noch ein Gewinn offen. Und ich möchte da nochmal die Chance geben, sich zu melden. Ansonsten verlose ich das in 14 Tagen einfach nochmal neu. Ja, das war das. Dann war ich auf der H&H in Köln. Da könnte ich euch heute ein bisschen was von erzählen. Und ich habe zwei Sachen neu angeschlagen. Gerade stricke ich mit euch gemütlich noch an einer Socke. Ich bin schon beliefert worden. Ich habe mir eine Kleinigkeit auf der H&H gekauft. Morgen ist Ostern. Und ich habe es geschafft, kurz vor Ostern, dann doch noch die Virenschlacht zu verlieren. Und vielleicht hört man das ein bisschen, obwohl ich bin jetzt sowas von gedopt. Ich hoffe, ich halte es durch. Bei mir hat sich nämlich die Erkältung auf die Nasennebenhöhlen und auf die Stirnhöhle gesetzt. Und es geht heute schon echt gut, ne? Also die Woche war wirklich bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich trinke mal gerade einen Schluck. Ich habe einen Tee dabei, weil ich Kaffee gar nicht so gut vertrage. Aber Tee geht auch immer. So, die H&H. Ich musste leider alleine zur H&H. Hatte dann kurz überlegt, fahre ich überhaupt? Aber dann habe ich gedacht, nein, du musst dahin. Du musst geschäftliche Kontakte knüpfen und ausbauen. Wollte mich über einige Sachen, ich hatte vorher die Aufstellerliste mir geguckt, wer kommt überhaupt als Aussteller. Und wollte einige kennenlernen, hatte mir auch Fragen notiert und ja, ein großes Herzenprojekt war auch noch dabei. Und bin dann Samstagmorgen ganz zeitig 20 nach 8 hier weg. Die Kindheit hat geschüttet. Es war hier schon so schlimm, der Regen hat hier so aufs Dach getrommelt. Und mein Mann stand dann noch mit mir auf und sagte, das regnet ja doch ziemlich. Aber fahr bloß nicht nur 80 auf der Autobahn. Das kannst du nicht bringen, auch wenn es so regnet. Wa? Ja, gut. Ich bin ja nicht der gebriefeste Autofahrer auf der Autobahn, aber ich bin dann schön losgeschnattert. Erstmal muss ich ja viel über Land, bis ich überhaupt auf der Autobahn komme. Und also das war schon eine Herausforderung, die ersten Kilometer, weil die Autos, war doch verhältnismäßig viel los schon am Samstagmorgen. Und diese aufspritzende, sagt man Gischt dazu oder was? Also die Sicht ist schon ganz ordentlich eingeschränkt. Ich habe dann immer versucht, auf einer gewissen Geschwindigkeit zu bleiben. Und wenn dann wieder von hinten einer anflog, der anscheinend mehr sehen konnte wie ich weiß es auch nicht, musste ich dann schon mal halt rechts reinfahren auf die erste Spur. Und Kinder, das sind einige nur 80 gefahren. Also dann kommst du schon mit deinen 110, 120 da an und muss dann richtig in die Eisen steigen, um dann auch hinter dem anzuhalten. Und dann ist mir ein paar Mal aufgefallen, hey, fahren ja nur 80. Und dann bin ich dann beim Rausbeschleunigen an ihnen vorbei und habe sie dann ganz freundlich gegrüßt und habe gedacht, seid froh, dass euch mein Mann nicht erwischt. Also der hätte euch aber was gesagt. Ja, eine Frau, das war der Oberknaller, die ist sogar nur 65 gefahren. Also da wusste ich schon bald wirklich nicht mehr und der Vordermann auch nicht. Wir sind dann so teilweise ein bisschen auf dem Standstreifen fahren müssen, weil wir die Geschwindigkeit nicht so schnell runterkriegten. Also das war heftig. Und Leute, eine Autobahnauffahrt hat einen Beschleunigungsstreifen. Das ist mir jetzt zweimal
habe ich das jetzt schon gesehen, dass der Leute echt vorne anhalten. Was ist los? Erstaunlich, wa? Also, entweder muss ich dann so viel Stoff geben, dass ich mich einfädeln kann, aber ich kann doch nicht anhalten vorne und stehen bleiben und blinken. Hilfe. Da muss das ganze Autobahnkonzept echt nochmal überdacht werden, wenn man sowas macht. Ne. Naja, dann habe ich es endlich geschafft, zu H&H zu kommen, habe dann oben auf dem Dach geparkt. Kann sie direkt die nächsten 10 Euro zücken. Ist natürlich aber auch sehr knapp und sehr bequem. Du knapp rein. Hinterher bist du sowieso müde vom Laufen. Und dann einfach dann wieder schnell im Parkhaus, bist du schnell wieder im Auto. Gott, 10 Euro, ich habe mir die gegönnt. War für mich die einfachste Lösung und da hatte ich nicht so viel Lauferei. Die Lauferei hatte ich dann in der Halle. Ich bin da gelaufen, hoch und runter und habe meinen ganzen Zettel abgearbeitet, alles, was ich so sehen wollte. Erstmal grob. Und dann hatte ich schon zwei Termine wahrgenommen. Da habe ich mal auf meinen Fitness-Tracker geguckt, da hatte ich dann schon 17.000 Schritte. Ja, also ich muss ja sagen, ich bin da ja nicht nur für mich hin, sondern auch für euch hin. Um zu gucken, was wird es Neues geben, damit ich mal anfassen kann, Qualitäten vergleichen kann. Und das ist für mich als Händlerin essentiell wichtig gewesen, weil ich habe mich ja kurz vor Corona bin ich ja dann auch aus meinem Beruf ausgestiegen und mache das jetzt ganz Beruf, also Fulltime praktisch. Und für mich ist dann auch mal wichtig, Sachen zu sehen, in der Hand nehmen zu können. Ja, vielleicht auf Herz und Nieren auch prüfen zu können. Manche Stände waren am Samstagmorgen so voll, dass man gar nicht die Möglichkeit hatte, sich riesengroß was anzugucken, weil da saßen dann auch Entschuldigung, die Einzelhändler und haben dann zum Beispiel Balana, Crosser oder Nitpro oder wie auch immer, und haben da ihre Bestellungen schon aufgegeben. Und die standen auch noch meistens, also ist das an uns schwer gefallen oder mir ist das schwer gefallen, mich da durchzudrängeln an die Regale. Ich habe auch immer noch irgendwie ganz komisch, ich bin immer noch nicht aus dem Corona-Thema ganz raus, wenn ich in so eine Menschentraube rein muss. Also das ist bei mir immer noch unheimlich Kopfsache. Und dann gucke ich auch immer, sieht schon irgendwie einer krank aus oder nicht. Also das ist immer noch ganz komisch. Und dieses Gedränge und Geschiebe, was da manch an den Tag legen, und das sind ja zu 80% Frauen gewesen. Also ich bin echt nicht so mimosig, ne? Aber und ich habe auch alles geschafft, was ich auf dem Zettel hatte. Aber dass ich dann irgendwie dränge oder schiebe, das hätte ich jetzt persönlich nicht gemacht. Gut. Naja. Im Wollthema, gerade in den ungefärbten Garnen, bin ich ein ganzes Stückchen weitergekommen mit dem, was ich wollte. Und also geschäftlich bin ich gut vorangekommen. Ich habe keine Tuchnadeln gefunden, weder für mich noch für euch, die ich im Shop hätte anbieten können. Da war ein Stand. Wartet mal, ich muss euch da mal irgendwie zeigen. Aber ich habe so was Altes gar nicht. Da war ein Stand mit Tuchnadeln, aber die Tüten waren schon so vergilbt. Und das ist für mich immer ein Zeichen. Die sind schon 195 Mal da rausgenommen worden und auch wieder reingelegt worden. Das ist für mich eklig. Das war auch teilweise veraltete Ware und so, wie wir sie überall sehen. Und das, was dann mal so toll war, das lag offen, wurde von vorbeigehenden Leuten angefasst und wieder wahllos zurück in das Körbchen geschmissen. Und dann hätte man sich so ein Bastkörbchen nehmen können und auch was da reintun. Und das war mir ehrlich gesagt weder für mich noch für euch gut genug. Also da muss ich Tuchnadeln, muss ich mir was anderes überlegen, das war jetzt nett. Rohwolle bin ich gut durchgekommen. Und Nadeln habe ich mir jetzt gekauft. An dem Stand bin ich nicht so zum Zuge gekommen, zeige ich euch gleich. Ich habe mir einen Wunsch erfüllt. Und dann kann ich euch eigentlich nur noch erzählen, dass ich Arno und Carlos gesehen habe. Von den beiden habe ich. Ich muss mal anders anfangen. Also, ich habe da einige Kollegen auch gesehen. Und ich bin mir da nicht sicher, ob wir das überhaupt dürfen.
Sind die freiwillig? Darf man da einfach so seine Kamera draufhalten und Fotos und Videos machen? Ich weiß. Ich habe mich vor dem Ahne kurz verbeugt, habe ihn angelächelt, er hat mir zurückgezwinkert. Ich glaube, er war in dem Moment sehr froh, dass ich ihn dann auch noch angelabert habe oder mein Handy mit einem Video auf ihn gehalten habe. Weil ihm war schon sichtlich unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind uns später nochmal in einem Gang begegnet und da hat er mich auch ganz freundlich angeguckt und hat mir nochmal zugenickt. Also, ich war. Muss man nicht generell jemanden fragen? Ich habe Nikola getroffen vom Wohlhaus. Das war so ein Herzenswunsch. Aber natürlich habe ich gewartet, bis Nikola privat zu Ende telefoniert hat. Dann habe ich ihr zugenickt, dann ist sie auf mich zugekommen. Dann haben wir uns vorgestellt. Und die ist genauso toll wie in ihrem Podcast und wie ich es mir gedacht habe. Sie hat mich direkt zu ihr an den Stand eingeladen, hat mich gefragt, ob ich einen Tee oder einen Kaffee will. Und da saß auch noch Susanne Oswald rum, auch wie ganz selbstverständlich. Also das war echt, das war mein Highlight des Tages. Und dann ist Nicola auch noch mit mir zu Novita rübergegangen, weil ich zu ihr gesagt habe, Nicola, ich finde Novita nett. Der Stand war ein bisschen ungünstig platziert, aber klar, ich nehme an, dass die großen Firmen immer von einem zum nächsten Jahr sich ihre Stände schon sichern. Und Novita war wohl kurz vor knapp noch auf der Messe mit einem Stand gekommen. Und da muss man natürlich nehmen, was überbleibt. Und die haben tolle Wolle. Und da kommt auch noch tolle Wolle. Also ich habe schon welche in der Hand gehabt. Die zeige ich euch dann. Ich werde mir was davon kaufen und ich werde bestimmt auch ein Verall damit stricken. Weil das ist dann für euch da draußen, die ihr Angst habt, Verein mit mehreren Farben, unter Umständen gar nicht nötig, mit mehreren Farben dann zu stricken, sondern ihr könnt das eben mit diesem bestimmten Knäuel machen. Da ist ein Verlauf drin. Die Pullover, die sahen so hammermäßig schön aus mit dieser Wolle. Also, wenn mir eins gut gefällt und dann tagelang nicht aus dem Kopf geht, dann ist das richtig gut und hat sich dann schon so verankert, da möchte ich unbedingt was raus machen. Das war echt so eine tolle Wolle. Der Wahnsinn. Wirklich. Ja, Farben. Man kann sich natürlich auch gut an Farben orientieren. Was bleibt, was geht. Natürlich, Pantone-Farben konnte man sehen, aber darum ging es halt nicht mehr hauptsächlich. Es war auch schon viel Herbst, Winter. Und wir dürfen auf jeden Fall knallig bleiben, auch im Neonsektor. Natürlich auch Naturtöne. Das bleibt auch alles. Und unterm Strich hat mir auch gerade diese Messe wieder gezeigt, wie multikulturell wir Stricker sind. Und man sollte nicht unbedingt so einem Hype hinterherjagen, sondern man soll auch mal bei sich bleiben. Und wenn einem nur blau am liebsten ist oder nur grün am liebsten ist oder ich ein absoluter Pink- oder Lila-Fan ist, dann ist doch alles gut. Dann bleibt doch, wie ihr seid. Hauptsache, ihr seid glücklich. Ihr müsst euch doch nicht in irgendwas reinpacken, was euch nicht gefällt. Und so werde ich das auch halten. Ich kann nicht beim Färben irgendeinem Hype hinterherhetzen und das bin ich am Ende nicht. Da bin ich dann unglücklich. Also ich färbe grundsätzlich die Dinge, die ihr bei mir im Shop findet, sind meinem Herzen entsprungen und da stehe ich zu und die gefallen mir auch. Und alles andere werde ich nicht nachfärben. Dann ist nicht mein Ding. Und ihr seht auch mal bei mir ruhige Töne und dann seht ihr mal wieder, ich gucke da oben gerade auf was drauf. Ach, das liegt ja auch hier. War dann auch mal richtig knallt. Ja. Ja, irgendeiner hat im Netz geschrieben, die Podcaster kriegten alle die Tickets für die H&H umsonst. Also eigentlich ist das ja eine Händlerfachmesse und da kommt man nur als Händler rein. Ich habe auch nicht viel andere Leute gesehen. Also die, die ich getroffen habe, die ich so kenne. Das waren auch Händler, nehme ich mal an. Ich meine, die haben sich auch alle so bei den Warenordern so verhalten. Alles gut, ja, es waren auch Podcaster da. Ich habe mein Ticket gekauft. Ob die es umsonst haben, dann interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich wollte dahin, ich habe mir mein Ticket selbst gekauft. Ich bin auch von keinem eingeladen worden und muss deswegen auch keinem irgendwie Rechenschaft. Bin ich keinem schuldig. So.
So, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Und nachtreten möchte ich auch nicht. Ja. Da gibt es wohl Diskussionen, ob die H&H nächstes Jahr auch für die breite Öffentlichkeit aufgemacht werden soll. Ehrlich gesagt ist mir schleierhaft, ob das der richtige Weg ist, weil es war jetzt schon an manchen Ständen so voll, dass ich nicht oder kaum zum Zuge gekommen bin, mich als alleine so da durchzuwursteln und zu meinem zum Ziel zu kommen. Und wenn ich jetzt noch denke, da laufen auch sehr viele Privatpersonen rum, ja, dann brauche ich als Händlerin ehrlich gesagt gar nicht mehr dahin. Dann ist das so granatenvoll, dass ich meinen Zweck eben der Fachmesse und des Informierens weg ist. Dann muss man das vielleicht in zwei splitten, weiß ich, das erst 2 Tage die Händler und dann die breite Öffentlichkeit. Aber ich kann euch sagen, ich bin froh, dass ich da null, nada, niente mit zu sagen habe, weil die Verantwortung möchte ich nicht übernehmen. Ich habe nur von jemandem gesagt bekommen, dass so ein Stand, nicht pro war unheimlich groß zum Beispiel. Manche Firmen haben da riesengroße Stände, die kosten wohl ein halbes Vermögen. Allerdings habe ich da auch ganz viele Angestellte gesehen, wirklich mit Bestellblöcken. Also die haben da auch richtig gute Bestellungen, glaube ich, abgeschlossen. Aber trotzdem, ich muss nicht entscheiden, Gott sei Dank. Ja, es war sehr, sehr schön. Also das mit Nicola war mein absolutes Highlight. Arno und Carlos war süß. Und dann habe ich noch eine Menschentraube gesehen um jemanden, den ich erst überhaupt nicht erkannt habe. Erst, wo ich mit der Rolltreppe hochgefahren bin, habe ich da eine kleine, schmale Person mit Brille gesehen, die umringt war und wo die Leute sich teilweise auch, naja, wir waren mir zu laut um sie herum. Es war Isabel Krämer. Er hat ja gesagt, es war sehr schön und er hat den Tag genossen. Also, Frau Krämer, Hut ab. Ich weiß nicht, ob ich das hätte aushalten können. So eine Menschentraube, diese kleine, zierliche Person. Naja. Gut, muss jeder selber wissen. Das waren meine Eindrücke von der H&H. Und ja, ich konnte Probe kuscheln mit einigen ungefärbten Garn und da wird auch was kommen. Ich habe einen neuen Kontakt geknüpft. Den hatte ich schon länger mal, aber da fehlt mir die Internetseite, wo ich einfach auf der Internetseite sehen kann. So, die Garnqualität haben die, die tue ich mir in den Warenkorb, ich gehe zur Kasse und kann die bestellen, ich bezahle die mit der Visa, ich habe keine, ich bin eine kleine Wurst, aber mein Mann hat eine, oder ich habe PayPal und kann das direkt bezahlen und das haben die halt nicht und bevor ich da irgendwas in den Sand setze, bin ich da erstmal vorbeigegangen und habe den mal persönlich kennengelernt. Ein sehr, sehr netter Mann und dem muss ich unbedingt noch am Wochenende eine Mail schreiben. Und dann habe ich noch einen zweiten Großhändler aufgetan, weil ich ja so Schwierigkeiten habe, oft an meine Ware zu kommen. Und ich hoffe, wenn ich jetzt zwei Großhändler habe, dass der eine dann in die Lücke springen kann von dem, wenn der andere das nicht da hat. Also ich hoffe, das so ein bisschen mehr ausgleichen zu können, um immer ein stabiles Sortiment für euch zu haben. Ja, das hoffe ich. So. Was habe ich mir auf der H&H gekauft? Auf jeden Fall nichts zu essen. Ehrlich gesagt, da gab es da so nichts. Ich habe mir auf dem Rückweg habe ich mir was irgendwo unterwegs beim Bäcker gekauft. Aber da gegessen habe ich wirklich nicht. Ich war irgendwie auch so aufgeregt und ja, ich wusste, ich muss wieder zurück. Ich hatte dann noch eine Händlerin aus Siegen getroffen, die sagte, boah, der war so schlimm gerade auf der Autobahn. Da habe ich gedacht, na super, und du musst jetzt wieder da drauf. Also ich ging, sie kam. Und nee, da habe ich auch nicht mehr gegessen. Dann bin ich heim. Da ich auch mittags wieder da war. Ein einziges habe ich mir gekauft. Bei zwei Damen. Und die sind aus Kalifornien angereist. Und die hatten dieses Miniskein-Set in zwei oder drei Farben. Ich habe mich für dieses entschieden. Das ist butterweich.
Das wird ja so irgendwann mal sehen, wenn ich mir daraus mal einen Traum stricke. Ich habe mir sogar schon was ausgesucht an Tuch. Es wird wahrscheinlich ein Tuch für mich werden. Das zeige ich euch dann aber zu gegebener Zeit. Ich muss mal trinken. So. Ich stricke ja diesen Socken. Ganz normales Trekkinggarn, das ist die Farbnummer 800. Ein schöner Regenbogen. Die erste ist noch nicht fertig. Ja. Weil ich immer so viel im Kopf habe. Und ich habe wirklich, also ich nehme ja an, dass ich mich bei der Kleinen angesteckt hatte. Wir hatten jetzt mal Fehlalarm und die Kleine war dann schon mal 2 Tage bei uns und die war so krank. Und klar, die ist 3 Jahre alt, wenn ich dann, wenn sie hustet und ich sage, ne, Ida, dann macht sie so. Dann hustet die in Elmo. Aber von gefühlt schaffte das zweimal und beim dritten Mal hustet sie ja doch wiederum. Aber sie bemüht sich wenigstens. Und ich habe auch lange standgehalten, aber nach einer Woche, die war nämlich wirklich gut eine Woche krank, hat es mich dann auch geholt, dann habe ich es auch nicht mehr geschafft. Ja. Übrigens lassen wir die Kleine dann immer schön brav aus dem Kindergarten raus. Ich war froh, dass mein Mann zu Hause war. Der hatte Kurzarbeit und wir haben die zusammen gehandelt, weil das, die hat echt verwirrende Hose. So. Die Muttertagssocke für meine Mutter von Monika Kaulen. Die erste Socke ist fertig. Und ich muss mich total überwinden, an die zweite ranzugehen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Oh je, überlegt euch das gut. Das zieht sich, das Projekt. Er zieht sich echt. So, das ist eigentlich ein Filzschuh. Hallo, wer kommt denn da? Das ist Socke Nummer 1 und sie ist fertig. Sie ist butterzart, unheimlich schön. Auf dem Schuhspanner kommt das Muster dann auch schon richtig toll. Und hier die Löcher, die werde ich hinterher zunähen. Ganz ehrlich. Ja, bin froh, dass ich den ersten fertig habe. An dem zweiten habe ich dann gestern Abend mal ein bisschen angefangen, weil 2 andere Strickprojekte mir ehrlich gesagt wichtiger waren und ich da mehr dran genüdelt habe. Aber ich muss mich jetzt echt selbst unter Druck setzen, sonst kriege ich den Anfang hier an der zweiten Socke nicht. Und wenn ich habe immer Angst, wenn ich zu lange mit der zweiten warte, dann habe ich unter Umständen nicht die gleiche Fadenspannung und dann wird der Socken zu unähnlich. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal hat man so eine Phase, da ist man einfach mal so im Lockerstrickmodus und dann hat man wieder so eine Phase, da strickt man fest, also unterschiedlich und dann wird der Socken, würde der ja auch unterschiedlich groß werden. Also hier oben sieht es sehr gut passend aus, also ehrlich, kein Problem. Und soweit bin ich mit Socke Nummer 2. Ja. Habe ich mir jetzt, das Bündchen habe ich auf 4 Nadeln gestrickt und bin jetzt aber wieder nach dem Stricken, weil ich dann auch mit der Nadelstärke anders habe, wieder auf die Magic Loop Methode zurückgegangen. Hier. Das ist die 8020 von Atelier Citron in Natur. Und das ist ein Rot, was ich mal gefärbt habe, was keiner wollte. Das ist aber noch aus der 8911er von der Anbieterin, die ich vorher mal hatte. Ja, ich hatte gedacht, ich würde meine vorherige Wolldealerin mehr vermissen. Tue ich aber tatsächlich nicht, weil dieses High-Twist von Atelier Citron genauso schön ist und wirklich genauso schön. Das pufft nach dem Färben noch so schön auf im Trocknungsprozess
Und das einzige Wermutströpfchen, das es gibt, ist, dass ja minimal teurer ist. Und da war der vorherige Wolldealerin halt etwas günstiger mit. Gut, ist halt so. Siegerland sagt man, man kann nicht das Mehl im Maul behalten. Also wenn man bläst, kann man das Mehl nicht im Maul behalten, ja. Ein Tod muss man immer sterben. Aber die Variante ist jetzt richtig, richtig gut mit der 8020 von Atelier Zitrop. Ich werde ein bisschen Gas geben und hoffe, dass ich vielleicht in 14 Tagen fertig bin damit. Das waren die Socken. Und wisst ihr, was mir jetzt auffällt in meiner Chronologie? Ich hätte euch ja vielleicht mal zeigen sollen, was fertig ist. Ne? Das hole ich jetzt sofort nach und jetzt tippe ich aber gerade noch mal. Ach, ne, warum? Ist doch nicht zu fassen, ne, das hier. Wir haben immer noch kein Internet. Hallo? Wie soll ich denn den Podcast nachher hochladen? Wir sind hier wirklich, ist also. Kein Internet. Wir haben jetzt halt 12. Das kann ja nur heiter werden, sage ich euch. Das ist eine Katastrophe hier. Wenn ich dann immer den Kiwi höre, die so immer so stolz sagt, ja, wir kriegen jetzt Glasfaser. Kiwi, ja, mir auch. Wir haben die Verträge letztes Jahr unterschrieben. Und sie waren auch schon bei uns in der Straße und haben uns bis vor der Haustür alle schon eine Glasfaser gelegt. Und jetzt sind die pleite. Wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Das ist eine Katastrophe. Und das ist ja nicht nur, dass ich hier selbstständig bin. Meine Freundin sitzt oben, auch oft im Homeoffice. Der Nachbar unten, der ist auch ganz oft zu Hause. Der hat nämlich auch eine eigene Firma. Oh, so, fertig ist Klein Johanna. Klein Johanna ist eine ganz warme Ricke geworden. Die ist lang und sie ist schmal. Beine sehr lang. Kleidchen finde ich total süß. Habe ich eben auch für euch aufgebügelt, damit ihr das Lace schöner sehen könnt. Und wenn hinten das Kleidchen aufspringt, dann hat sie sogar ein Popo. Und dann hat er. Aber die Beine dran nähen ist übrigens gar nicht so einfach, kann ich euch mal sagen. Weil. Beim Beine annähen zieht man die so fest, dass jedes Mal der Hintern wieder wegrutscht. Und dann hatte das Birgit, mein Pralinchen aus Belgien, schon gesagt, er hat gesagt, der Popo hängt so weit oben. Ja, das habe ich eigentlich alles ausgerechnet, wo der Popo hin sollte. Aber jetzt hängt er gerade wieder so oben. Aber wenn man dran rumknetet, kriegt man noch ein Stück nach unten. Ja. Eigentlich dachte ich, ich bin fertig. Und dann habe ich gesehen, ich habe ja aber hier oben vergessen, die schwarzen Abnäher noch zu machen. Aber eigentlich habe ich jetzt auch gar keine Lust mehr, an der Johanna noch viel Hand anzulegen. Ich kann euch übrigens mal das erste Tier zeigen. Das war das vom Enkelkind Nummer 1. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, die Maus. Mit diesen tollen Schuhen. Das ist jetzt Johanna. Und die ersten Tage war es ganz schön wild, was die Kleine immer sagte, sie will auch eine Johanna. Aber jetzt, wo ich die einmal gemacht habe, und das ist schon ein bisschen aufwendiger, die ganze Sache. Also, ist noch nicht mal das Stricken. Das ist dieses Auswattieren, in Form zupfen. Nähte schließen und dann das Ganze aneinander nähen. Das ist so zeitaufwendig. Ja, das unterschätzt man. Und jetzt bin ich froh, dass sie so weit gediehen ist und dass ich erstmal keine Lust habe, eine zweite Johanna anzuschlagen. Johanna ist ja aus dem Buch. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, guckt einfach in der früheren Folge.
Ja. Es kommt ja noch ein Baby. Und zwar sind das eigentlich, ja, der junge Mann ist bei uns schon früher immer im Haus ein- und ausgegangen und ich mag den total gerne. Und er bekommt mit seiner Lebensgefährtin jetzt auch die Tage ein Baby. Wir hatten alle auf den Vollmond gehofft, obwohl meine Schwiegertochter ja schwer auf heute hofft, weil dann würde das passen. 8. März, 18. März und 8. April. Aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Das werden wir nicht schaffen. Und dieses andere Baby, die haben fast den gleichen Termin auch. Und die bekommen einen kleinen Jungen. Und da hat mir Liane aus unserer Maschenmoped-Gruppe eine Häsel gemacht. Die ist aber gehäkelt. Die Häsel. Ich habe mal versucht, dahinter zu kommen. Also das muss eine mega Arbeit sein, die Liane mal hier für mich vollbracht hat. Die Ohren haben schon alleine drei Farben. Grau, dann ist irgendwie rosa davor und hat noch ein weißes Ränchen gekriegt. Der Kopf ist irgendwie auch hier wie so eine Kappe auf das Weiße aufgesetzt. Da muss ja auch in mehreren Schritten gehandelt. Also das ist mir hier der Körper übrigens auch. Hier sieht man im Bauch auch so einen kleinen Absatz. Ich habe es Liane schon gesagt. Also das ist echt ein Meisterstück. Und das bekommt das andere Paar, weil die haben einen Husky zu Hause, den Benny. Und dann bekommt, und die kriegen einen kleinen Jungen und der bekommt dann noch die Häsel dazu. Ja, der zieht also auch die Tage wieder aus. Schweren Herzens. Irgendwann später zeige ich euch was, weil ich habe nämlich auch in der Lieferung was bekommen, aber da muss ich noch was für arbeiten. Und dann zeige ich euch, was Liane mir noch mitgeschickt hat. Auch was Süßes. Und Liane habe ich nicht mit Süßigkeiten oder Alkohol bestochen, sondern mit einem neuen Häkelbuch. Oh. Das ist schon ein großes Kino. Also wenn ich sowas mal könnte. Aber ich und Häkelnadeln, Kinder, ich fand das zu stricken schon, muss ich schon aufpassen, aber mit der Häkelnadel, und das ist hier richtig feste ausgestopft, ne? Also die Baumwolle hält viel stärker, da kann man die Watte viel komprimierter reinstopfen, offensichtlich, wie wir an diesem gestrickten, dann auch noch mit Flausch, das können wir uns gar nicht wagen. Dazu komprimieren, die kämen uns dann hoffnungslos raus. Aber Hitty Hazley ist richtig stabil. Also der kleine Mann hat da richtig was in der Hand und da kann der richtig doll mit umgehen. Wollte ich euch unbedingt mal gezeigt haben. So, ja, einmal haben wir letzte Woche schon geübt, da haben wir schon gedacht, so, es ist soweit. Enkelkind Nummer 2 kommt. Na, war dann doch nichts. Wurde dann nochmal abgeblasen. So. Und jetzt gehen wir mal zu den Sachen, die ich angestrickt habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte euch nur gesagt, was ich vorhatte, aber nicht, dass ich das schon in Angriff genommen hatte. Und zwar habe ich angefangen mit einem Sommertop von Anke Strick. Da macht man zwei Reihen Bambus und zwei Reihen Flausch im Wechsel. Und ich habe mich für ein wunderschönes Flieder entschieden. Das, was ich euch auch beim letzten Mal gezeigt hatte. Nur, ich habe, das ist ja der Ton, im Bambus. Habe ich mich aber gegen die Extraklasse von Atelier Citron entschlossen, in dem Silbergrau, also zumindest mal erstmals dagegen, und habe hier oben in der Passe einen fliederfarbenen Flausch genommen von Sendnis Garn. Ja, und dann habe ich mir die Contiguous Schulter erarbeitet. Und Leute, ich war so verpeilt, ich habe die erst gar nicht gesehen.
Ich habe irgendwann mal aufgezogen, weil ich es nicht hingekriegt habe. Und da habe ich gedacht, jetzt bleib ruhig und strick, was die Designerin dir sagt. Weil ich habe schon mehrere Anleitungen von ihr gestrickt und die waren immer toll und immer richtig. Ja. Und ich bin belohnt worden und hier erarbeite ich mir praktisch jetzt meine Contiguous-Schulter. Von hier oben. Und dann splittet es sich. Ja. Ab und zu kommt mal hier so ein süßer Sprenkel. Das wird, glaube ich, eine sehr schön leichte Angelegenheit. Ja, was ich hinterher hier mit dem Kragen mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau. Da muss ich mal gucken. Das werden wir dann mal sehen. Hier. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Anfang. Ist mir da schon mal gelungen. Und das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Das ist die Anleitung. Und der Ankelstrick stellen heißt er. Ich habe mir diesmal, weil mir das schon öfters jetzt passiert ist, also sie strickt den mit viel mehr Farben. Ich werde das ein bisschen vereinfachen, die ganze Farbgebung, weil immer wenn jemand sehr viel mit Farbe strickt, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr ja für jede Farbe auch einen Knäuel braucht, beziehungsweise einen Strang. Und auch ich muss immer ein bisschen aufs Geld gucken. Gerade auch in dem Monat, wo man vielleicht auf eine Messe fährt, wird alles ein bisschen teurer. Und ehrlich gesagt, musste es jetzt gar nicht für mich so viele Farben sein. Das reicht mir jetzt so, wie ich das, glaube ich, mache. Und dann habe ich mir direkt mal immer umkringelt in der Anleitung. Ich zeige nur ganz schnell so, welche Größe ich stricke. Weil es mir schon öfters passiert ist, dass ich wirklich auf Seite 3, 4, 5 nicht mehr wusste, welche Größe strickst du denn jetzt eigentlich? Wo musst du gucken? Habe ich, weil ich so ein Pfosten bin, mir das jetzt immer eingekringelt und habe mir dann sogar vor die Reihen geschrieben, Flausch oder Bambus. Und dann habe ich mich auch abgehakt, in welcher Reihe ich bin. Ja. Dann wusste ich zumindest schon mal, aha, ich muss bei Flausch gucken, wo bist du denn? Aha, da bin ich. Ja. Irgendwie will auch nicht mehr immer der Kopf und schon mal gar nicht abends. Und dann habe ich mir auch weggestrichen, wenn das jetzt für alle Größen war oder die großen Größen, da brauche ich ja nicht stricken. Ich bin, glaube ich, 5 oder 6 bin ich. Ja, ich habe mich bei 5 oder 6 eingekrüngelt. Da bin ich immer noch, die sind sich von den Anzahlen der Maschen sehr ähnlich. Und ich entscheide dann hinterher, reicht mir 5. Eigentlich würde mir 5 reichen. Aber wenn ich dann, ich werde den mir mal überziehen. Und wenn ich dann sage, nee, ich will doch lieber ein bisschen mehr, dann stricke ich einfach ab einem bestimmten Punkt bei 6 weiter. Aber die sind sich bis dahin maschentechnisch sehr ähnlich. Hier zum Beispiel hat die eine dann an dem Abschnitt, hat die 20 Maschen an der Vorderseite und auf die Nummer 6 hätte dann auch 20. Also da hat sich jetzt der Größenunterschied noch nicht rausgearbeitet bei mir. Und dann kann ich immer noch entscheiden, stricke ich jetzt 5 oder stricke ich 6. Da passe ich mir dann vor Ort an. Ja, schöne Anleitung. Also Anke strickt, hat eigentlich immer schöne Anleitungen. Und ja, ihr habt recht, ich habe es schon wieder gesagt. Die heißt Anke Strick und nicht Anke Strickt. Aber für mich strickt der Anke. Und deswegen mache ich da mal einen Tee bei. Aber sie heißt Anke Strick. Ja. So ist das. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und dann konnte ich mich ja doch nicht im Zaum halten. Ja, wir gehen in den Frühling. Aber wo ich den angefangen habe, hat bei uns noch mal geschneit. Da waren wir noch mal nach nordischer Wolle. Und deswegen habe ich auch schon angefangen. Das ist das Rückteil. Bis zu 21 cm schon runtergestrickt. Und jetzt bin ich gerade am Vorderteil. Habe vielleicht 15 cm oder so. Also habe noch ein bisschen vor mir. Und zwar ist das von Melanie Berg, der Peach Fuzz
oder Pflaumen. Ist auch eine Kaufanleitung, habe ich mir selber gekauft. Und die Farben, ich wäre, jetzt habe ich jetzt schwarz-weiß ausgedruckt, ist echt ein bisschen blöd, weiß ich auch. Aber ich habe euch die schon mal gezeigt. Ich bleibe hier oben im Gesichtsfeld, in diesem Grau. Der Körper wird in diesem schönen Haselnussbraun. Ist alles Plötolopi. Und die Arme wechsle ich ab in diesem großen Holz und einem Wollweiß. Ja. Dann hat mir irgendjemand geschrieben, oh, ich habe ja wieder mehrere Sachen. Also, die Lichtverhältnisse wären beim letzten Mal so scheiße gewesen. Ja, Leute, habe ich euch doch erzählt. An dem Tag hatten wir doch gefühlt 4 Jahreszeiten. Also, entweder hat die Sonne geschienen oder es wurde von jetzt auf gleich so dunkel, dann ist ein Regenschutt runtergekommen. Also natürlich habe ich mich, und ich war schon in meinem best ausgeleuchteten Raum, könnt ihr mir wirklich glauben, im Färbezimmer habe ich LED-Paneele unter der Decke, die ich auch mit Fernbedienung steuern kann, wie hier auch. Ja, hier habe ich die ja auch. Aber natürlich seht ihr dann schon mal vom Licht solche Schwankungen. Also ich weiß ja nicht, wie andere Podcaster das machen, aber natürlich habe ich keine Profi-Ausstattung. Ich habe zwar auch noch künstliche Lichtquellen extra gekauft, ja, aber es ist keine Profi-Ausstattung. Also an eine Profi-Ausstattung komme ich nicht ran. Aber ich habe ja irgendwann mal für mich beschlossen und auch für euch, ich werde meinen Podcast nicht, solange ich das noch verhindern kann, YouTube weiß man nie, was die mal vorhaben, aber solange wie ich das verhindern kann, haue ich euch keine Werbung rein. Dadurch habe ich natürlich auch kaum Werbeeinnahmen, die ja andere schon wieder für mehr Equipment ausgeben. Ja. Also nur mal so zum Verständnis. Das Wetter kann ich noch nicht selber machen und natürlich habe ich auch keine Profi-Ausstattung an Licht. Kann immer mal passieren. Tut mir für euch auch leid. Fällt mir in anderen Podcasts auch schon mal auf. Hell, dunkel, aber ist halt so. Ich gucke zum Beispiel rasend gerne hier Dumuttlachs. Das sind so. Die sausen in England und in Irland und überall Schottland durch die Gegend und gehen an so Flüsse und Gewässer und drehen da alles auf links und finden da schon mal hier so Püppchen oder Silberschmuck oder so. Ja, die haben auch immer mit Witterungsverhältnissen und Lichtproblemen zu kämpfen, aber deswegen gucke ich die Sendung ja nach wie vor total gerne. Oder Altbausanierungen. Ja, da ist auch nicht jeder Raum immer so gut ausgeleuchtet. Und trotzdem gucke ich sie, weil ich sie total interessant finde. Ja, da bitte ich ein bisschen um Verständnis. Also das ist mir nicht, das kann ich nicht immer, kriege ich nicht immer 100% hin. Also ich bin auch kein Profi. Ich bin auch in dem Sinne auch nur eine kleine Bommelwurst. Ne? So. Ja, ich habe ein bisschen was ändern müssen hier an dem. An dem Anfang hier oben. Und zwar sollte man erst das Rückenteil strecken und dann sollte man hier oben den Anschluss fürs Vorderteil anders machen. Hatte ich auch erst anders. Aber die Plötolopi, die hat sich dann hier vorne so komisch verhalten. Klar, das ist ja auch nicht für Plötolopi ausgelegt. Das ist eh schon eine Herausforderung, den Pullover mit der Wolle zu stricken. Aber ich habe gedacht, Mensch, ich könnte mir das aber gut vorstellen, da das so super aussieht. Ich probiere das jetzt mal. Und deswegen habe ich oben etwas variiert. Du findest es jetzt auch besser. Ich habe nämlich das Vorderteil genauso angefangen wie das Rückenteil. Habe ein paar Reihen gestrickt und habe es mir dann aneinander gehäkelt. Habe den Faden noch lang genug gelassen. Und wenn ich hinterher feststelle, ich möchte den, ist ja praktisch ein U-Boot-Ausschnitt, doch noch, entweder kann er so bleiben oder ich möchte ihn doch noch größer haben, dann rippel ich wieder ein paar Maschen auf. Oder wenn ich sage, oh ne, ist mir doch zu weit, man sieht ja hier alles jeden Träger oder so, dann kann ich mir den noch weiter zuhäkeln. Und deswegen habe ich die Variante genommen und habe natürlich dann auch hier vorne genauso das gleiche Bündchen oben am Hals, wie ich es hinten habe. Und es ist halt von der Optik her auch kein Unterschied. Beim Zusammenhäkeln habe ich aufgepasst, dass rechte Masche auf rechte Masche liegt und linke Masche auf linke Masche. Also man hat dann praktisch verkehrt rum angefangen, die anzufangen. Also mit rechts, links, rechts, links. So passt das dann wieder.
Und jetzt muss ich noch das Vorderteil auf 21,5 bringen. Dann wird zur Runde geschlossen. Und ich glaube, dann fängt auch die Farbe für den Bauchbereich an. Und das ist dieses Braun bei mir. Und unten das Abschlussbündchen würde ja dann nochmal in Grau werden. Ja, ist noch ein langer Weg. Und ich weiß auch nicht, ob ich, wenn es jetzt heiß wird, unbedingt daran weiter stricke. Oder ob ich den dann mal wirklich in der Projekttasche verschwinden lasse, bis in Herbst. Das weiß ich noch nicht. Noch als Tipp, jemand hat mich gefragt, um Gottes Willen, blöde Lobby, reißt doch eh schon immer. Und jetzt verstrickst du das sogar nur einfältig. Wie kann man sowas nur machen? Also, das geht. Ich habe hier so einen Abroller, ich habe euch das schon mal gezeigt. Das geht. Und selbst wenn es mir reißen sollte, macht ihr die, also entweder könnt ihr die so aneinander zwirbeln, oder ihr macht euch die Finger ein bisschen feucht und rippelt die aneinander und dann könnt ihr ganz normal gewohnt weiter stricken. Also das ist überhaupt kein Problem. Klar, ich finde doppelt verstrickt sieht Blödolopi noch besser aus, aber für einfach verstrickt, was ist los? Ja, Schätzchen, willst du raus? Oder willst du dich hier ein bisschen hinlegen? Stella hat Redebedarf. Dafür liebe ich ja Katzen. Die haben ja echt einen totalen Dickkopf. Was so ein Hund so toll ist, weil der wird ja für einen durch den brennenden Reifen springen. Hier ist so eine Katze, die macht grundsätzlich nicht das, was man von ihr verlangt. Aber grundsätzlich nicht. Ja. So, das waren die angestrickten Sachen. Ach, und jetzt kommen wir zum schönen Teil. Auf der Messe wollte ich mir unbedingt diese Nadeln anschauen. Das sind Kubiks in wunderschönen Farben. In diesem Set. Joy of Knitting. Machen wir jetzt mal zusammen auf und ich zeige euch mal, was da drin ist. Kubiksnadeln sind viereckig. Das ist Größe 8. Habt also schon mal richtig was in der Hand. Und Aufschraubsystem. Wollte ich eigentlich nie wieder. Hatte ich auch immer gesagt, oh, Aufschraubdinger hin, ja, gehen sie wieder im Gestrick auf. Wollte ich nicht. Und dann habe ich das Set gesehen. Und habe schon gesehen auf Instagram, wenn die das auspacken. Oh, da fand ich das schon so toll. Dann wollte ich es mir auf der Messe angucken, bin aber nicht nach vorne gekommen. Und dann habe ich gesagt, no risk, no fun. Ich bestelle mir das bei meinem Großhändler. Und dann kam das. Ich kann euch jetzt Folgendes sagen, nachdem ich ein paar Tage damit gestrickt habe. Man dreht es so aufeinander. Dann habt ihr, wenn alles noch im Set drin ist, was da reingehört. Hier ist immer alles. Weil Ida behauptet immer hier, dieses Babytäschchen wäre ihr. So. Habt ihr hier so ein kleines Schlüsselchen. Und dann geht ihr hier ins Loch. Und dann könnt ihr euch den schön festdrehen. So. Das ist ganz anders wie die ersten aufschraubbaren Systeme, die es gab, weil die haben ein Swivel, das heißt, die drehen sich hier mit. Das Seil bleibt stur und die Nadel dreht. Das ist hier, das dreht. Das heißt, es dreht sich auch nicht mehr so schnell auseinander, weil das hier beweglich ist. Ich halte das Seil jetzt mal richtig feste für euch. Und hier kann ich voll drehen. Großer Vorteil, ganz großer Vorteil. Das ist ein Metallseil und das hat so eine Funktion, wie sagen die immer, so eine Memory oder so Einstellung. Das könnt ihr nicht, ihr könnt da keine Knicke reinmachen. Also das ist so, wie soll ich das jetzt sagen, ja. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich jetzt fest so zusammenpresse, dann ist der Knick drin. Aber so passiert das eigentlich so nicht. Kann das hinterher wieder auseinander machen und das ist so.
Auch ein schöner großer Vorteil. Den gab es sonst so die Jahre auch noch nicht. Das ist auch nicht ein pures Metall, sondern da ist auch noch irgendeine Legierung, Versiegelung, dünnes Plastik drüber. Ich weiß es auch nicht. Macht auf jeden Fall jetzt, wo ich ein paar Tage damit gestrickt habe, eine gute Figur. Und ich könnte mir vorstellen, es für euch im Shop anzubieten. Und jetzt kommt das Aber, was ich habe. Aber ich habe mal geguckt, was das Set so bei anderen kostet. Ich weiß, ich kann mir das immer nicht so richtig vorstellen. Also ihr habt so ein Seil, ein mittellanges und ein ganz langes. Das habe ich ja jetzt schon auf meinem Strickzeug. Dann habt ihr, ich lasse euch mal eben hier reingucken. Hier von der Größe 4 bis um 8 alle drinne. Das Handarbeitstäschchen sieht so aus. Die Rückseite ist übrigens so eine Art, fühlt sich ein bisschen an wie so Velourleder. Und vorne, das hier ist ja mit Punchnadeln gemacht. Ich finde die Farbe ja total stark und sehr inspirierend, muss ich sagen. Hier sind noch so. Wenn ihr mal die Spitzen abmachen wollt, diese Hütchen zum Draufdrehen sind mehrere dabei. Vernähnädelchen in drei Farben und drei Stärken. Ist eigentlich ganz schön ausgestattet schon so per se. Dann habt ihr drei verschiedene dieser Nadeln mit Maschenmarkierern dran. Das lilane, ein rotes und ein schon recht großes orange-goldenes. Also, das Set ist gar nicht mal so schlecht ausgestattet, muss ich sagen. Also, ich bin voll zufrieden damit. Und es ist total hochwertig, will ich auch mal sagen. Und jetzt kommt das Einzige, was mir jetzt selbst im Netz aufgefallen ist, weil ich überlege, das ja in den Shop aufzunehmen, ist dieser extreme Preisunterschied. Bei meinem Großhändler sagt eine VK von 115 Euro voraus. So. Bei Hobby kostet das Teil gestern geguckt 132 Euro. Ja, und dann gibt es aber auch Händler, die das schon für 99 anbieten. eBay zum Beispiel. Ja, selbst wenn ich wollte, also 99. Also ich gebe gerne Rabatt, aber ich gebe gerne einen Rabatt, kein Problem. Und wem ich eins bestellen soll, schreibt mich an, ich räume auch einen Rabatt ein, aber 99 kann ich nicht machen, weil der VK, da kommt bei mir immer noch die Mehrwertsteuer drauf und die Fracht, Porto, also Versand und Fracht muss ich ja auch bezahlen. 99 Euro ist echt sportlich. Aber ich nehme an, das liegt bei denen auch daran, dass die vielleicht einen anderen Kurs kriegen, weil die Riesenstückzahlen abnehmen können. Und das kann natürlich so kleine Handfärbereien wie wir, ich eine bin. Ich kann das nicht. Ich kaufe ja davon nicht gleich 1000 Stück oder so. Ich kaufe ja, weiß ich, 3, 4, 5 und dann gucke ich mal, wie ich die abverkaufe. Ja. Gut, aber wer da Interesse dran hat und möchte das gerne über mich beziehen, herzlich gerne, schreibt hier eben eine E-Mail. Mache ich gerne für euch. Ansonsten wird das wahrscheinlich in der nächsten Bestellung so mit reinfließen. So noch vorhanden. Weil natürlich, war das, glaube ich, auch bei denen ein richtiger Messeschlager. So, ich habe ein bisschen was an Taschen gekriegt. Und zwar diese Meshware von Della Q. Und dieses Streifige, die haben übrigens Cam Snaps, oder wie die bei denen heißen. Also auf jeden Fall mit Knöpfchen. In drei Größen sind hier drin. Hier ist noch eine kleine Tasche drin und dann ist sogar noch eine kleine dran. Das ist so wie bei diesen russischen Puppen. Hier ist die ganz kleine. Die steckt dann in der mittleren. So. Und da das die Größe SM ist, S und M, gibt es davon in der Mesh-Produktion drei Taschen. Das habe ich zweimal bekommen. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viel ich seit Wochen und Monaten schon davon bestellt habe. Und das sind die großen.
Da kriegt ihr dann nur zwei von. Das ist einmal das in Lila. Das ist schon ganz schön groß, muss ich sagen. Und dann ist dann eine drinne, die gestreift ist. Und das ist die Größe. Oh Gott, war das jetzt LXL oder was war das jetzt für eine Größe? Ich glaube bald. Und hier sind lauter Strickbegriffe. Yarn over. Hook, Skein, Garter, Turn, SSK. Also lauter so Pearl Strickbegriffe. Und das gleiche gibt es dann nochmal in Blau. So, die sind außerplanmäßig im Shop. Endlich mal ein bisschen was gekommen. Habe ich mich ja gefreut. Dann gab es diesen Knitsack, wo man ja auch zwei kriegt, von Della Q, diese gewachste Baumwolle. Die habe ich einmal hier in so einem Salmon, nennen die das. Ist ein ganz anderes Rot, ist so ein helles Rot. Und was habe ich hier noch? Nee, das waren ja die Taschen schon alle. Und dann kann ich nur noch eben schnell mit euch mal in die Sachen gehen, die ich so angefangen habe zu färben. Und zwar, hiervon weiß ich jetzt den Namen nicht. Ich glaube, der heißt Lollipop. Aber ich weiß es nicht, weil ich jetzt nicht reingucken kann in mein Jobsystem, weil ja alles über Internet läuft. Jetzt muss ich gleich erstmal drüben auf der Baustelle flitzen und meinen Mann fragen, weil der hat heute Morgen hier gebohrt, ob. Ach so, da hat er ja die Sicherung rausgehauen. Kann doch nicht sein, wenn man eine Sicherung wieder reintritt, muss doch der Router mit hochfahren. Ja, ich muss gucken. Also, ich glaube, das ist der Lollipop. Ja, auch ein bisschen schön mit Neonspeckelchen, lila und rosa. Und wer so einen Skein schon sieht, kann davon ausgehen, es könnte Streifen oder sogar wildern. Man weiß es nicht. Dann habe ich auf verschiedenen Qualitäten, ich würde jetzt echt gerne Hubba Bubba sagen, aber da darf ich ja nicht, weil da irgendwie so eine Markenkennung ist. Deswegen müsst ihr unter Bubba Hubba gucken. Aber ist halt so. Ich möchte ja auch keinen über den Sender kriegen. Und das ist ja. Ich mache mir eine Liste, welche Färbungen ihr euch wünscht. Und der ist grundsätzlich immer mit dabei. So. Sind, man mag es bald nicht glauben, aber doch schon recht viele Farben, die man sich per se anmischen muss, um diesen Strang zu gestalten. Den gibt es auf unterschiedlichen Qualitäten. Ah, ich kann euch mal gerade, Moment. Oh. Wir haben gestern mit der kleinen Eier gefärbt. Ich bin heute so steif. Das ist der auf Bambusseide. Wahnsinnig toll. Könnte ich mir gerade einen Sommertopf von stricken. In diesen Tönen. Ja, wüsste, da die Kleine nicht so eine Watsche wäre. Also für so ein Kind so ein Bambusoberteil wäre auch schön. Muss jetzt hier. Das ist also Sockenwolle 80-20. Und das ist die Bambus. Hintereinander gefärbt. Die Bambus nimmt ganz anders die Farben an und verarbeitet die ganz anders, nämlich viel sanfter, viel dezenter als so eine Merino extra fein. Finde ich immer wieder faszinierend. Ja, und von den Wollen von vor 14 Tagen, da habe ich auch noch reichlich. Und ich habe schon die erste neu georderte Wolle bekommen. Und habe auch schon angefangen zu färben. Und ich kann euch ja schon sagen, also ich bin hier gerade ein bisschen auf so dem Neon-Trip. Das hatte ich ja schon mal mit A Million Dreams. Da war ich auch immer in einer Grundfarbe und dann ziemlich in dem Neon-Sektor. Und also gerade habe ich da wieder so eine Hype mit diesen Neonfarben. Wer zu Hause ein Schwarzlicht hat und hat noch von mir oder von einem anderen Handfärber so ein Strang und wenn dann steht irgendwie Neon oder Fluorfarben gefärbt oder
Ich sage euch das auch beim nächsten Mal dann. Haltet die mal unter das Schwarzlicht, das muss richtig gut aussehen. Ich habe immer noch nicht so eine Lampe. Ich muss mir mal eine besorgen. Ich weiß nicht, wie meine eigenen Färbungen unter so einer Lampe aussehen. Das ist eigentlich eine Affenschande, weil mir hat jemand geschrieben, das sieht richtig gut aus. Richtig gut muss das aussehen. So, jetzt muss ich mich mal gerade umsortieren. Wer Ostern bei mir im Shop was bestellt. Und ich habe natürlich überlegt, was mache ich. Ich habe mal geguckt, was machen so meine Kolleginnen. Da will man nicht reingrätschen. Also dafür wertschätze ich meine Kollegen viel zu sehr. Ihr bekommt bei mir 10% Kennenlernen Ostereier-Rabatt auf Muttaschen über Ostern. Vielleicht ist das die Ersparnis, sind ja schon, weiß ich, 10, 14, 15 €, die man mitunter hat, dass ihr sagt, so, ist ja Ostern, ich durfte mir eine Kleinigkeit wünschen oder ich habe noch einen Sparstrumpf, so einen kleinen Kennenlernrabatt. Habe ich euch eingestellt von Ostersonntag 10 Uhr bis Ostermontag 22 Uhr. Wer dann keine Zeit hat, aber gerne würde, der schreibt mich bitte an, dann kriegen wir das auch so noch hin. So, ich habe mir jetzt für euch überlegt, in jedes Päckchen, weil ja vor Ostern bestellt, bekommt hier ein Pröbchen Euzalan. Habe ich lange dran gesucht. Konnte ich jetzt für uns, für den Shop in die engere Wahl nehmen. Hab mir jetzt erstmal, und die sind nicht geschenkt vom Großhändler, diese Päckchen müsst ihr kaufen. Müsst ihr kaufen, sind auch gar nicht so günstig. Aber ich finde, A, für euch mal ganz schön zum Probieren. Gefällt euch das? Welche Duftrichtung ist unter Umständen recht angenehm? Sind verschiedene drin. Ich habe jetzt gerade wieder Lavendel in der Hand. Das ist Eukalyptus. Und dann haben wir noch Jasmin. Das ist so ein Eierschalengelb. Also ich glaube, wir haben vier Farben. Vier. Parfümiert. Genau, was ist jetzt los? Unparfümiert, Eukalyptus, Jasmin und Lavendel. Ich habe jetzt selbst für mich schon Lavendel ausprobiert. Und Lavendel riecht echt so, als wenn ihr im Spätsommer. Oh, dicke Wurst. Im Garten an eurem Lavendelstrauch vorbeigeht oder ihr müsst ihn ein bisschen zurückschneiden. Also, das ist nicht unangenehm. Riecht sehr schön, der Lavendel. Muss ich wirklich sagen. Also, war ich positiv von überrascht. Wobei ich glaube, dass Jasmin könnte mein Favorit bleiben. Ich habe euch noch was unterschlagen. Hier bin ich schon mal mit Miniscans ein bisschen wild gegangen. Weil dieses Miniscan-Thema lässt mich gerade gar nicht mehr los. Doug aus Albuquerque strickt auch mit Miniscans. Und wir haben ja alle so viele Miniscans, aber irgendwie wollen die auch nicht immer so aneinander zusammenpassen. Und dann habe ich jetzt mal überlegt, so ein paar Knallerfarben. Was könnte mir dann da gefallen? Und habe mal angefangen zu färben, so einen kleinen Regenbogen. Den gibt es auch morgen früh dann im Shop. Den und auch noch andere Sachen, die werden dann alle um 10 Uhr freigeschaltet. Ihr wisst das ja. Meistens geht um 10 Uhr der Podcast online und die Produkte auch. Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder Internet habe. Sonst haben wir hier ein Problem. Sonst haben wir echt ein Problem. So, ich muss mich mal gerade umgucken. Ne, wir sind fertig. Gleich, wenn ich aus habe, da fällt mir wieder was ein. Ich weiß es jetzt schon. Ne, ich glaube, ich habe alles. So, es war sehr schön, meine Auszeit mit euch. Ich hoffe, ihr habt beim Ansehen auch ein bisschen Spaß gehabt. Hattet auch was zu trinken. Ich weiß nicht, ob es noch Ostern schafft.
Ich habe immer noch nicht die Kiwi geguckt und die Anne von Strick mit Kick habe ich auch nicht geguckt, obwohl der Freitag, der war ja gestern, aber hat Eierfärben mit der Kleinen war auch so süß. Wir haben ja halt erzählt, der Osterhase kommt nicht rum und er bräuchte unbedingt unsere Hilfe, ob wir helfen könnten. Und dann hätte ich ihm zugesagt, dem Osterhasen, und hätte auch gesagt, sie würde auch helfen. Und da kam sie aber mit stolz geschwellter Brust und einem Kittelchen wie so ein Plastikumhang, damit nichts auf die Klamotten kam, hat sie sich extra die Haare noch schön gemacht. Ach, dieses Kind ist einfach so süß, echt goldig. Ja, bin mal gespannt, wie es morgen wird. Soll sie ja draußen das erste Mal so richtig suchen. Jetzt ist sie ja 3. Gut. Ihr Lieben, ich wünsche euch schon mal vorab frohe Ostern. Ja, Geschenke. Und in dem Sinne, so richtig große gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es so Quality Time. Und das wünsche ich euch auch. Viele Stunden, schöne Stunden in Gesellschaft. Muss nicht unbedingt Familie sein, kann auch im Freundes- und Bekanntenkreis sein. Hauptsache, ihr lasst es euch gut gehen. Euch Kranken da draußen wünsche ich gute Besserung. Oder zumindest einen Zustand, in dem ihr es gut aushalten könnt. Ja, ihr Gesunden tut gut daran, gesund zu bleiben. Und dann hoffe ich ganz inständig, dass wir uns in 14 Tagen wiedersehen. Ja, wer Redebedarf hat, wie immer, Infobox oder persönliche Nachricht. Und ja, der Gewinner, der noch aussteht, bitte auch auf diesem Wege. Dankeschön, auf ganz bald. Tschüss, sagt eure Caro. So, ihr Lieben, bevor es jetzt gleich wieder mir die Zeit in den Fingern verrinnt, werde ich jetzt die 3 Gewinner bekannt geben. 2 weiß ich zumindest, dass es Frauen sind. Eins könnte ja auch ein Mann sein. Das weiß ich nicht. Ich freue mich total, dass ihr gewonnen habt und bin ganz hoffnungsvoll, dass ihr euch alsbald bei mir meldet. Meine E-Mail-Adresse schreibe ich unten rein, aber ich kann es auch noch mal sagen: info@karos-fadenreich.de. Gebt euch zu erkennen unter euren Namen, die ihr da angegeben habt. Und festhalten, Trommelwirbel, hier sind die Gewinner: Susanne Kundrus, Jutta Geitmann und Klangreisende. Ja, ihr habt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Euer kleines Video, wo ich den Common Picker anhatte, hänge ich hinten dran. Bitte meldet euch doch bei mir. Ich würde mich sowas von freuen und dann kann ich euch das noch vor Ostern rausschicken. Und euch anderen nicht traurig sein. Ich verlose ja immer mal wieder was und Ostersonntag bin ich ja auch wieder für euch da. So, tschüss und bis auf ganz bald.